Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein 25k-Set für 6400 Coins bekommt. Also safe für unter 10.000 Coins und das ist einfach nur richtig leicht und richtig günstig natürlich. Denn so könnt ihr einfach richtig viele Coins sparen. Falls ihr sowieso irgendwie ein 25k-Pack öffnen wollt oder so, dann macht das auf jeden Fall mit der Squad Building Challenge von Benfica. Und zwar gibt es hier ein 25k-Pack als Belohnung und man bekommt diese Squad Building Challenge eben für unter 10.000 Münzen. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Also ich zeige euch jetzt die Spieler, die ich hier gekauft habe. Die haben eigentlich alle unter 1000 Münzen gekostet. Die sind wirklich nicht teuer. Und das Gute an dieser SBC ist eben, dass die Spieler nach diesem Video nicht viel steigen werden, denke ich jetzt mal, weil das einfach alles Goldspieler sind und die deswegen häufig in Packs gezogen werden. Und deswegen gibt es diese Spieler sehr häufig auf dem Markt und deswegen wird das Video jetzt nicht so den großen Einfluss auf den Markt machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins in den Shop rein und öffnen das Pack. Und falls ihr öfter sowas sehen wollt, lasst jetzt einen Daumen nach oben, da checkt die Videobeschreibung ab für günstige Coins und auch für günstige FIFA, PSN Cards und so weiter und so fort. Ich meine, ja, normale PSN Cards oder Xbox Cards natürlich. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir das Pack auch direkt. Ich hoffe vielleicht auf einen Walkout und es ist auch leider kein Inform. Schade, das ist leider nur der Torwart von Lyon. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie der gute Mann heißt. Der heißt Lopez. Mit einem 83er Rating kann man auf jeden Fall im Verein lassen, falls mal wieder eine gute Squad-Building-Challenge dazu kommt. Und ja, Freunde, das war es auf jeden Fall auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, wie immer, einfach einen Daumen nach oben da lassen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bedanke mich auch für euren heftigen Support in letzter Zeit. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao, Leute. FIFA Stars.